Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Erst ja, im letzten Part ging es ja heiß her und wir kriegen gleich mal einen Farm Report hinterhergeworfen, als ob wir dafür noch Zeit hätten. Ja, ein Virus hat uns angegriffen und wow und alles episch und Tsukuyomon, wo ist dieses Portal? Auf, ja okay, ja komm, ja ich will nur, ich bitte, ja komm, lass mich gehen. Ja, wir müssen, und wir haben uns einfach mal ganz spontan bereit erklärt, dieses Virus zu stoppen, was sich Ebrowormon und Bahayumon und sehr wahrscheinlich auch Azulongmon geschnappt hat. Momentan ist wohl durch ein Antivirenprogramm alles geblockiert worden und jetzt auf zum Skyplace. Woanders kommen auch gar nicht hin, weil dieses Gate-Programm beeinflusst wurde und ja, auf zum Sky Palace. Das klingt mal jetzt ein bisschen episch und mal sehen, was da los ist. Das klingt... Boah, episch, dieser Ort. So, das ist also der Sky Palace. Wow, das ist aber ein wirklich schöner Ort. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier irgendwas, Ärger macht. Nun, in jedem Fall, ich muss weiter. Das ist aber wirklich cool. Was bist du denn? Ich will die Hand brechen. Du siehst cool aus. Geht aber nicht. Oh, neue Digimon. Ah, interessant, neue Digimon. Ah. Und, Framerbrüche. Unimon. Oh, ich mag Unimon. Oh, Unimon ist schön. Und sogar drei Stück gleich. Ich mag Unimons. Ich kann nur wiederholen. Ich mag Unimons. Und ich werde die Vorspultaste trotzdem nutzen. Wegen diesen Wundermann. Och, guck mal, so wunderschöne Dinge im Vordergrund. Und wow, hält der viel aus. Erwartet uns endlich mal wieder spannende Kämpfe in diesem Spiel. Und Unimon sind schnell, wie wir da sehen. Auf jeden Fall brauchen wir nur zwei Hits und sind weg. Unimon. Erster Anime-Auftritt, erste Staffel. Folge weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es die Folge war, in der Gumamon das erste Mal zu Ikakumon wurde. 60 Schaden, ja. Greift mal Murphy an, ich will sehen, wie wenig Schaden die an dem macht. Und ich sehe gerade, das war die perfekte Konstellation für meinen... Ja, ein Spezialangriff. 62. Oh, wow. Wir haben ja nicht mehr als ein paar Tausend, ne, ja. Jonas war das jetzt, ne, ja. 1000, ja, und Murphy mit seinen 4000, ne. Ich glaube nicht, dass der mir so schnell stirbt. Und der braucht noch so lange, bis der auch 40 ist, um sich zu digitieren. Ich wollte gerade entwickeln sagen, in welchem Spiel bin ich? Ich habe in letzter Zeit niemals Pokémon gespielt. Ich glaube, ich leide unter Pokémon-Entzug. Okay, weiter geht's. Sky Palace ist gerade so spannend. Ich nehme das direkt nach dem anderen auf, weil, boah. Weißt du? Ja, egal. Kampf. Okay. Oh, wo bist du? Wer bist du denn? Oh, du bist ja... Oh Gott, du bist ja... Ein Drachenvogel? Ein Drachenvogel! Oh Gott, bist du... Oh, du bist ja süß! Wobei, ich habe leider mir mein Team schon zurechtgelegt. Aber das ändert nichts daran, dass die geil aussehen. Hammer. Habe ich die nicht schon mal gesehen? Auf jeden Fall sehen sie toll aus. Oh Gott, nee, ich kann jetzt gar nicht mehr aufhören. Oh, Drachenvögel. Ich hab's gar nicht gelesen, wie er heißt. Auf jeden Fall sind sie tot. 35 auf dem Level von unserem Murphy. Cool. Oh Gott, oh Gottchen. Warte. Achso, das war eine Überblende. Hallo, du Stein. Oh, hier ist überall Wasser. Och, ist das hübsch hier. An der Stelle will ich mal wählen. Es sieht so toll aus. Nein, und Unimon macht seinem Spezialangriff an Murphy genau einen Schaden. Sowohl Murphy als auch Jonas hatten vorhin ein Level Up. Oben oder unten? Oben oder unten? Unten! Oh, und Springbrunnen, wie hübsch. Oh, toll. Doch oben lang. Hm. Oh, 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 ein Piximon. Oh, Piximon. Piximon, ach, bist du hübsch. Nicht. Murphy hat genug MP, um seinen Spezialangriff auf drei Felder zu machen. Mal gucken, wie Holy Digimon das fressen. Okay, sie... Oh, dieses Unimon hat überlebt. Sasa, du hast die Ehre, es kaputt zu machen. Peng. Ja, Piximon ist
Ultra-Level, im Gegensatz zu den beiden Unimons. Auf jeden Fall müssen wir oben lang, das habe ich jetzt gerade gesehen. Ach, und die Musik hier, ach, ich mag das hier, hier ist es schön. Oh, ich mag die Musik und Sasa steht jetzt auch kurz vor seinem Level ab und jetzt rechts oder hoch, rechts oder hoch, oh, ich gehe hoch. Das ist auch wie so ein Pavillon-Gedings und ach, das ist also hübsch hier und hier geht's nicht weiter, können wir Surfer lernen oder so. Also geht's jetzt nach rechts, nach oben und das ist wieder so ein Pavillon-Gedings. Oh, ein Taumon. Die ist Ultra-Level von, Renamon. Ja. Also, weil... Oh Gott, ist der schnell! Da genehmige ich mir nochmal einen Gear of Heaven. Havoc, Entschuldigung, Heaven. Das ist Maschinen-Digimon, kein Holy-Digimon. Und das ist auch gleich instant alle drei Deaths. Und dadurch bekommt Sasa jetzt auch seinen Levelanstieg auf 45. Cool. Okay, ich mag den Palast. Der ist, der hat was. Hier sind zwar keine Digimon, die man unbedingt haben muss. Oh, Truhe. Truhe auf Doom? Nein. The Blue, was? Egal. Ich nutze irgendwie keine Ausrüstungsgegenstände, sollte ich vielleicht auch mal ändern. Jo, und ich mag jetzt da lang. Hallo? Ah, da geht's hoch. Und Selim hat den Pot of Hassen nicht gesehen entdeckt. Das hatte ich gerade gesagt, ich hab's voll verpeilt. Auf jeden Fall ist es hier schön und... Ah, so viele Kämpfe! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier MP sparen will, weil ich Angst habe, was danach kommt. Müssen wir uns gegen ein Virus anlegen? Ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall hänge ich an so einem Kristall fest und da gibt's wieder eine Abzweigung. Ich gehe durch ein Pavillon. Nein! Also das war eine angsteinflößende Partie, bestehend aus Unimon, Dryadmon, Unimon, Piximon, nein, ohne Piximon, aber Taumon. Also ich bin dem Monster so oft begegnet, dass ich sogar Dryadmon sofort konvertieren könnte und mir oben in meine Farm packen könnte, damit ich das jeden Tag sehen kann. Oh Gott, aber was war denn jetzt... Ah, Endboss-Time, Kampf-Time. Gibt es in diesem Spiel nicht sowas wie Schutz? Auf jeden Fall... Schmeißen wir uns gleich todesmutig auf dieses Feld und gucken. Azu Longmon. Hallo. Hey, du bist doch Azu Longmon. Was? Oh mein Gott, nein. Azu Longmon, was ist los? Was zum Henker ist passiert? Was zum... pass auf! Azu Longmon, was ist in dich gefahren? Oder in sie? verdammt. Es macht keinen Sinn, mit ihm zu reden. Ich werde nur, durch ihn verletzt, wenn ich nichts tue. Ich möchte wirklich nicht kämpfen, aber... Ich habe keine Wahl. Gegen Azu Longmon, das heilige Drachen-Digimon. Ach du Schande. Wie viele Felder nimmt... Oh Gott, ist das riesig. Das passt ja gar nicht auf den Screen. Ach du Schande. Gegen Azu... Nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut. Und nimmt auch drei Felder ein. Das bietet sich jetzt gerade super an, unsere Spezialangriffe. Und das haut rein. Ich will gar nicht wissen, wie der reinsammelt. Ja, mach nur mal deine Welle. Nee, das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Einer... Oh, das war wenig. Okay, zeig, was du kannst. Ice Blast, das können wir auch. Au, 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 au. Das war... Oh, fast die Hälfte. Na gut, dann setze ich auf unseren Haupttank. Und hoffe, dass er genug Schaden raushaut. Wow. Nein, es ist ausgewichen. Oh mein Gott, die Kämpfe werden spannender. Oh mein Gott. Hm, was kannst du denn machen? Mach mal Repeat Fire. Oh, zweimal. Mal gucken, was das wird. Oh Gott, Jonas, du bist so nutzlos in dem Zustand. Ah. Ah, auf Sasa? Sasa dürfte eine höhere magische Verteidigung haben. Zumal es selber auch Wassertyp ist, ne? Zu lang, Mann. Was ist bestimmt auch Wassertyp? Hast du irgendwas anderes als Wasser? Dann mach Charge.
Mal gucken, ob das was mehr bringt. Nee, okay. Das nächste Mal machst du wieder eine Welle. Ey, das ist... oh, Entschuldigung. Ja, du darfst weiter deinen super Angriff da machen. Und hoffen, dass es reicht. Okay, wir können sogar schon mit einem der vier Souveränen mithalten. Und wow, hat er schön Punkte gegeben. Das hat mir gefallen. Was ist passiert? Was habe ich getan? Du bist also wieder zur Vernunft gekommen. Ja, wir geben ihn einem voll auf den Deckel und dann geht's allen wieder gut. Was? Wie kann das sein? Wie konnte das Virus mich infizieren? Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Nun, ich habe dieses Areal untersucht und als plötzlich ein geheimnisvoller Thema erschien und ich kann ihn nicht in Erinnerung rufen. Wirklich nicht? Hä? Was ist los? Ich fühle dieses Virus nicht mehr. Du meinst, das Problem ist gelöst? Ich glaube nicht, dass es so das Ende von dem ist. Aber wir sollten zumindest schon mal zur Zentrale zurückkehren. Nun, ich stimme zu. Ja, hast recht. Vielen Dank, vielen Dank für deine Arbeit auf dem Skypilz. Aber irgendwas ist mir dazu lang. Es tut mir leid, dass ich Ärger bereitet habe. Nun, letzten Endes sind wir ja das Virus losgeworden. Wir müssen nun beide, wir müssen sowohl Ibrovomon als auch Hayumon wiederfinden. Nein, das ist nicht das Einzige. Das Tor-System arbeitet immer noch nicht. Was? Ernsthaft? Warum? Verstehe. Nun, es gibt keinen anderen Ort, von dem das Virus kommt. Es gibt einen anderen Ort, oh mein Gott. Was? Wo? Ich denke, es sind die Tropical Islands. Nun, ich werde erneut gehen. Diesmal zu den Tropical Isles. Okay, du bist unsere einzige Hoffnung. Wir haben keine besseren Themen als dich. Du bist momentan der Einzige, den wir haben. Ich werde es genauso machen wie vorher. Ich werde dir das Gate öffnen und, ja. Gut, ich habe verstanden. der Alarm bleibt an, ne? Bleib alarmbereit. Ich habe einen Farm Report. Nein, Kalumon! Ja, was mache ich denn? Ich glaube, ich lade jetzt nochmal zur Farm. Gott, das war ja einfach. Abgesehen davon, dass der Jonas so viel Schwein reingehauen hat, war das einfach. Wir gehen jetzt noch und holen uns dieses... Ja, Adrimon, ich will das in meiner Farm haben. Ich finde das Ding toll. No. Bling. Oh Gott, ein Frame-Einbruch von... Boah. Digi-Converting. Ich mag dieses Wort. Ja, wir haben schon so einiges zusammengesammelt, ne? Ich hab doch gesehen, dass ich Diadrimon. Ja. Komm, zeig dich. Ich spule jetzt auch mal ein wenig vor, weil ich sehe gerade, wie die Auslastung des Desume vor sich hinspringt. Level 35, der ist auf demselben Level wie, Murphy, ich mag dich, du siehst hübsch aus. Ich taufe dich aber auch nicht um. Jo. Gut, dieser Einbruch. Zurück. Ah, ich habe zurückgefunden. Digimon-Liste. Kera, du gehst in die Bank. Gut. Und dafür geht Diadrimon Change Localization Put in Farm. Ja, ich denke mal, ich schmeiß sie einfach hier rein. Okay, so, dann bin ich auch ganz zufrieden mit. Dann gehen wir jetzt wieder. Ja.
ich glaube, das reicht für den Part. Der ist auch schon wieder so lang geworden. Also, bis dann und ciao.